Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Defiance. Wir sind hier immer noch irgendwie in so einer zerstörten Fabrik, oder ist das überhaupt eine Fabrik, oder ist das ein Vorbereich von zu einer Kirche, oder ist das eine Kirche? Man weiß es nicht so. Oh, was ist denn hier los? Heilige Scheiße. Kommt der auf einmal von der Seite aus angeschissen? Das kann ja nicht wahr sein. So, den haben wir da schon mal weg. Den kriegen wir schon mal weg. Den haben wir auch weg. Gott sei Dank. Heilige Fresse. Und ich habe noch keine Ahnung, was ich hier überhaupt machen muss. Ich werde einfach mal ein bisschen weitergehen. Sehr schön. Müssen wir das kaputt machen? Oh, sieht fast so aus. Haben wir da schon mal das erste kaputt. Ich weiß zwar nicht, wofür ich das machen muss, aber ich tue es jetzt einfach mal. Gehen wir da hinten noch mal einen Tacken weiter. Da müssen wir anscheinend auch was zerstören. Und da läuft wieder ein dicker Schrottschläger rum. Ich krieg dich. Aber nicht direkt vor die Linse rennen, bitte. Erledigt. So, den haben wir weg. Was? Was hat den da so rumgebackt? Den haben wir auch. Da läuft noch einer. Der kleine Drecksack wollte mich da doch echt anspringen. Boah. Obwohl 300 Schaden machen wir da. Okay. Ich wollte gerade sagen, 33 Schaden ist wieder mal ein bisschen wenig, wa? So, nochmal die Pyrogranaten mitnehmen. Dann haben wir da hinten noch was, was wir zerstören sollen. Haben schon 2 von 5 Sachen zerstört. Ach du Heiliger. Oh nein, nicht schon wieder so ein Flieger. Nicht schon wieder so ein Flieger. Nein, nicht schon wieder so ein Flieger. Ja, ja, schießt du. Todesstoß. Todesstoß. Sehr schön. Haben wir gut getroffen. Damit ist der Flieger auch weg. Heiliger Herr Gesangsverein, ey. Das sind wirklich die fiesesten von allen, die Scheißflieger. Ein kleiner Drecksack. Noch so ein kleiner Drecksack. Ziel eliminiert. Huh. So, wo ist der nächste? Der nächste ist hier anscheinend durch. Und ich habe vorhin was in der zwischen den Parts gesehen. Da muss ich gleich nochmal genauer nachgucken, weil angeblich muss ich mir noch den DLC zur 7. Legion aneignen. Moment, das kann ich euch jetzt eigentlich eben zeigen. Jetzt ist ja gerade mal Ruhe. Wenn ich hier auf Missionen klicke, hier bei Aufträge, da steht, erfordert DLC die 7. Legion. Erfordert DLC die 7. Legion. Die hab ich doch. Warum zeigt er mir denn erfordert an? Ich hab da... Ich raff's im Moment gerade gar nicht. Es ist sowieso so eine Sache bei Defiance. Also das finde ich schon relativ kompliziert gemacht. Also normalerweise müsste ich das haben, weil ich habe es mir ja bei Steam runtergeladen. Und damit ist doch der CD-Key automatisch dann mit enthalten, denke ich. Und dann müsste das doch auch freigeschalten sein. Oder muss ich das auf der offiziellen Internetseite noch eingeben? Habe ich aber, meine ich, auch schon gemacht. Ich blick da echt überhaupt gar nicht mehr durch. Naja, ich werde auf jeden Fall nach der Aufnahmesession dann auch nochmal gucken, ob ich da vielleicht irgendwie auf einer falschen Seite den Code eingegeben habe oder sowas. Es läuft da hinten, ist wieder so ein Flieger unterwegs. Das gefällt mir wieder mal gar nicht. Oh, oh. So, das ist sehr schön, dass du schon mal weg bist. Weißt, wo kommst du denn weg? Hopp. Komm schon. Ja, gute Nacht, sag ich dir auch. Eieieiei. So, das können wir wieder nicht aufheben. Inventar ist angeblich voll. Naja, wenn du das sagst, wird das wohl so sein. Und dann hauen wir dies noch eben hier kaputt. Ziel neutralisiert. Waffen bringen hier nichts. Wir müssen Hand anlegen. Was? Wo müssen wir Hand anlegen? Wolltest du mich verarschen? Ach, da unten müssen wir jetzt auch noch hin, oder was? Platziere das erste EMP-Pulsgerät. Okay. Gut, machen wir das. Kriegen wir ja auch locker hin. Und dann müssen wir hier auch irgendwann mal unsere Mission abschließen. Jetzt werde ich erstmal hier das Gerät anbringen. Da nähern sich offenbar zahlreiche Schrottschläger.
Ja, sollen sie mal machen. Sehr schön. Was? Achso. Und ich weiß gar nicht, warum es hier eine Gesamtwertung gibt. Und da hinten kommt auch einer, so wie es ausschaut. Oh, da kommt er. Mach deinen Frieden. Ja, mach deinen Frieden, Kollege. Ich glaube, das wird eine harte Nummer, wenn ich das hier weiter alleine durchziehe, weil ich glaube, das ist eher so eine Koop-Mission. Uah! Arschloch. Du kleiner Drecksack. Aber Moment, das heißt auch das erste Gerät. Das erste Gerät haben wir ja jetzt angebracht. Ja, wie viele Geräte müssen wir denn da überhaupt machen? Was? Da oben? Huah, und von hinten kommen auch wieder ganz viele kleine Freunde von mir. So, wo ist der Schrottschläger? Da kommt er. Was? Wolltest du mich verarschen? Habt ihr das gesehen, wie er auf mich zugerannt gekommen ist? Und irgendwas habe ich gerade bekommen. Ich weiß aber nicht, was. Na, komm schon. Das EM-Pulsgerät beschädigt Schrottschläger, die ihm nahe kommen. Ja, das ist schon mal super. Müssen wir das nächste anbringen. Das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Was ist denn da jetzt? So, das sah gerade aus, als ob da so viele Gegner unterwegs wären. Hier einmal kurz hochklettern und da das nächste anbringen. Ich orte weitere Schrottschläger auf dem Vormarsch. Ja, dann lass er doch mal kommen. Da hinten sind sie irgendwo. Komm schon. Ja, so triffst du mich bestimmt nicht. Sehr schön. Ach, da sind meine kleinen Freunde wieder. Wow, ich muss ein bisschen aufpassen, weil die doch ein bisschen sehr ätzend sind. Oh, was denn hier? Verzieh dich! Schade. Huh. Ja. Was du denn hin, du Arsch? So, hör doch auf nachzuladen, Mensch. Wie lange willst du denn noch nachladen? Na Gott sei Dank, jetzt kommt da wieder einer an. Oh! Komm schon. Er ist weg. Oh, jetzt sind die Kleinen wieder da. Oh, wo kommt ihr her? Das ist ja furchtbar mit euch. Oh. Heiliges Blechle. Gut, das nächste Ding ist auch fertig. Puh, wie viel denn noch, verdammt? Irgendwann muss doch mal gut sein. Was haben wir denn da? Oh. Oh, wo kommst du denn weg? Puh, gut, das war... Ich wollte doch nur die Munition mir holen. Dankeschön. Na ja, toll, jetzt habe ich nicht fertig nachgeladen, deswegen auch nicht alles Munitionen drin. So. Mach da nochmal. Hallo? Ah, jetzt bin ich wieder voll, das ist gut. Jetzt müssen wir den hier unten anbringen. Ganz schön lange Mission hier, muss ich schon sagen. Weitere Schrottschläger im Anmarsch. Von wo? Bitte nicht von allen Seiten. Da oben ist einer. Oh, da oben sind zwei. Ja, und ein Flieger. Ich bin begeistert. Ich muss mal eben hier kurz in Deckung, damit der Flieger mich nicht erwischt. Oh, verdammt, wo kommt ihr denn alle weg? Wollt ihr mich verarschen? Erledigt. Hui. Heilige Fresse, ey. Da kommen doch gleich bestimmt noch mehr.
Aber die Ecke war ganz gut, wo ich mich da gerade verkrochen habe. Wie schaut es auf der Karte aus? Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh nein, und schon wieder ein Flieger unterwegs. Treffer versenkt. Komm schon. Jawohl, der ist weg. Holen wir uns dich. Was backst du denn hier so rum? Und dich kriegen wir auch noch. Komm her, komm, 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 komm. Au, au, au. Im Buche steht. Hervorragend. Ach gut, ist schon weg. Das ist ja hervorragend. Habe ich das jetzt beendet oder ist dann noch irgendwo was? Tatsächlich, wir haben das den beendet. Ja, zerlegen. Abgeschlossen. Abschüsse 95, Tode 0, Punkte 9026. Wir haben einen Schlüsselstein bekommen, 4500 Erfahrungspunkte und 60 Scribes. Deine Talente suchen okay. Ihresgleichen. Du hast den Job erstklassig erledigt. Das wird entsprechend belohnt. Ach, war das jetzt die ganze Nebenmission oder vertue ich mich da jetzt? Anscheinend war das die Nebenmission, die wir machen mussten. Das ist ja interessant, dass das in so einem richtigen Event dann verankert. Naja, wir müssen ja erstmal gucken, wo müssen wir als nächstes hin? Ich denke mal, wir werden jetzt als nächstes erstmal... Okay, wo ist denn der Hotshot hin? Die Time Trial sind noch da. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zum Time Trial Funkstille. Dazu gehen wir einfach mal hier durch. Und gucken mal. Also neue Mission haben wir jetzt auch nicht wirklich dazu gekriegt. Ich hoffe nicht, dass das jetzt wieder verbuggt ist, so wie damals, wo wir diese eine Mission auf dem Bauernhof hatten. Dass ich die nicht weiter, wo ich die nicht mal weitermachen konnte. Und dann erst warten musste. Ich bin gespannt. Aua. Was geht denn hier schon her? Sind das wieder die Walsh gewesen? Nee, aber irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ich fahre einfach mal weiter. Puh. Verfügbare Gegenstände haben wir auch schon wieder, aber die sind mir jetzt eigentlich erstmal relativ egal. Denn wichtig für mich ist erstmal, dass wir ein bisschen weiterkommen. Oh Mann. Ich fahre jetzt einfach mal hier weiter. Hoffe da. Ja, das sieht aus, als ob das ein bisschen, zumindest ein wenig befestigte Straße ist. Weil befestigte Straßen kann man ja eigentlich gar nicht mehr von sprechen. Fahr mal weiter. Boah, diese unwegsame Gelände. Das geht mir ja jetzt schon wieder ein bisschen auf die Nüsse. Und ich wette mit euch, ich werde auch den Time Trial wieder zweimal machen müssen. Weil ich beim ersten Mal wahrscheinlich wieder nicht von der Zeit her durchkomme. So. Time Trial. Funkstille. Wir brauchen auf jeden Fall in 2:35 müssen wir durchkommen. Dunkle Materie nutzt dieses Gebiet als Kommunikationsnexus. Die Schrottschläger werden durch die Ausrüstung angezogen. All dieser feindliche Verkehr bietet eine exzellente Möglichkeit, um unsere Kampfbeweglichkeit in neuer Umgebung zu testen. Okay, ein Rennen durch feindliches Gebiet, so wie es ausschaut. Und wir müssen wieder zwei Runden fahren. Ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen Gas. Ach du Scheiße, was ist denn das hier für ein Schreck? Das fängt ja jetzt schon katastrophal an. Und ja, ich wollte gerade sagen, einzige Baum weit und breit und ich fahre dagegen. Krass, da sitzen die auch direkt... Sitzen die auch direkt im Weg da. So, gib mal ein bisschen Gas. Sehr schön. Nochmal einen Tacken Gas. Sei vorsichtig. Ja, was war das denn? Fahr doch mal eine Runde. Sehr schön. Also bisher geht's noch, bis auf die eine Stelle, wo der Schrottschläger da direkt vorstand und dieser komische Berg da. 2:35, habe ich gesagt, müssen wir mindestens schaffen, ne? Für Silber. Dann gucken wir mal. Sehr schön.
Bisschen Gas geben. Wow. Bisschen sehr stark gebremst. Oh. Ja, Gott sei Dank haben wir doch noch gekriegt. Hervorragend. Oh, und wir sind schon in der zweiten Runde. Das ist natürlich sehr cool. Und diesmal haben wir es auch über den Baum geschafft. Schrottschläger ist mir jetzt gerade auch etwas egal. Ich werde jetzt einfach mal noch so weiterfahren, wie ich bisher gefahren bin, hoffe ich mal. Ich hoffe, dass ich mir jetzt keinen groben Schnitzer leiste. Puh, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Zumindest auf den geraden Strecken. Jawohl, da hat es mich ein bisschen einmal ausgebremst. Und nochmal wieder Gas geben. Oh, Gott sei Dank. Hat geklappt, da wäre ich einmal fast vom Weg abgekommen. So, da einmal rüber, Gas geben. Nicht so lange stehen bleiben, du Hampel. Und ich sehe gerade nichts. Gas, Gas, Gas. Sehr schön. Und natürlich, ich bleibe wieder am letzten Zipfel hängen. Oh, wir haben sogar Gold bekommen. Ja, hervorragend. Schließen. Gott sei Dank, das haben wir mit Gold abgeschlossen. Das ist ja hervorragend. Das freut mich sehr. Vor allen Dingen, weil wir es auch beim ersten Mal geschafft haben. Das passiert mir ja auch nicht so häufig, dass ich beim ersten Mal irgendwelche Sachen abschließe. Ja, das ist ja super. Dann würde ich sagen, als nächstes geht es definitiv... Ach, guck mal, jetzt ist auch der Hotshot wieder da. Ist ja interessant. Jetzt geht es auf jeden Fall definitiv hier zum nächsten Time Trial. Und dann sind wir fast mit den ganzen Nebenquatsch auch schon fertig. Und wenn wir den dann gemacht haben, können wir zur nächsten Hauptmission weiter. Ja, das ist super. Das freut mich doch wahnsinnig. Da ist auch unser Kumpelchen online gekommen. Der werte Herr Jamar. Fahrzeug her. Den könnte ich ja gleich eigentlich auch mal, obwohl, zwischen den Parts werde ich gleich erstmal gucken, wie es ist mit dem DLC, mit dem Code eingeben und so. Weil das ist doch ein bisschen sehr seltsam, dass wir angeblich den 7. Legions-DLC noch nicht haben. Na, ich fahre mal hier oben weiter. Und hier waren wir, glaube ich, bisher noch gar nicht gewesen. Ich glaube, so tief nach San Francisco sind wir noch nie reingefahren. Oh je. Oh, cool. Was habe ich denn da? Ein Level-Up, wa? Ja, das ist super. Was haben wir hier? Der fährt da oben irgendwo am Berg rum. Gucken wir mal eben. Was müssen wir da hier... Moment, machen wir nicht. Ich glaube, ich... Was? Wer schießt? Ach du Scheiße, hör auf, Mann! Hallo? Hallo? Todesstoß. So, der ist schon mal weg. Ach du Scheiße, da kommt auch noch so ein dicker Kampfroboter, ey. Das geht ja mal gar nicht. Mann, 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 dass hier immer mittendrin bei den Quests solche Scheiße sein muss. Diese Gegnerhorden. Ja, verarscht, wa? Wolltest mich wohl austricksen, wa? Mann, 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 Mann. Verdammt, ich kann nicht allein aufstehen. Ihr macht das schon. Ihr macht das schon. Ich stelle mich jetzt erstmal hier so ein bisschen in Sicherheit. Denn, liebe Freunde, an dieser Stelle werde ich nochmal einen kurzen Cut setzen. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und schaltet dann in 2 Tagen zum nächsten Part von Defiance wieder ein. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.